Hallo Skorpion, wie geht's? Ich bin Phoenix und ich bin sehr dankbar, wieder bei dir sein zu dürfen. Ich möchte gerne mit dir zusammen schauen, wie die Energie für dich für kommende Woche steht, ja? Schauen wir mal zusammen, Skorpion. Hinter dem Deck die Karte 4 der Schwerter. 4 der Schwerter ist Luftelement und hat mit den Gedanken zu tun. Eine Person, die, du siehst auf dieser Illustration, sieht man eine Person, die ausruht. Ja? Vielleicht, es kann sogar mit einer, vielleicht eine Person, die sich nicht so sehr fit fühlt. Also eine Person, die energetisch gesehen müde ist. Und auch, also die Karte sagt natürlich auch, also wenn du dich müde fühlst, wenn du Energie tanken solltest, dann nimm dir Zeit für dich zum Ausruhen und ein bisschen mehr schlafen, also mehrere Stunden zum Schlafen. Die Karte ist eine Karte, die natürlich über diese Situation spricht, ja. Du siehst, hier sieht man eine Person, die schläft, sich ausruht, keine Kommunikation macht, also die Person spricht hier nichts, ja. Diese Karte hat auch natürlich mit einer Heilung zu tun, Skorpion, weil immerhin kommen wir von einem drei der Schwerter, vier der Schwerter, also einer Person, die heilen muss, ja. Diese Karte spricht über eine Heilung, diese Karte spricht über die Gedanken, über Pause, starke Energie. Schau mir bitte, also die Karte, die Liebenden, der Wagen und vier der Schwerter. Sternzeichen Zwilling, Krebs, zwei wichtigen großen Arkanen. Momentan eine starke Energie bei allen Sternzeichen, würde ich sagen. Es gibt hier eine Pause. Ja, man sieht schon hier eine Pause. Ja. Also. Skorpion, mit diese zwei Karten, die Karte der Liebenden und die Karte der Wagen, ist natürlich eine starke Energie. Ne? Also wir reden hier schon über eine sehr leidenschaftliche Energie, eine wichtige Energie, ja, also die Karte der Liebenden und die Karte der Wagen. Aber ich sehe auch zwei Menschen, die sehr unterschiedlich sind. Sehr. In alle Aspekten. Also ich rede über die Nationalität, aber nicht nur. Sondern über die Religion in manchen Fällen. Ich meine, es macht ja nichts aus, ja. Aber ich sage nur, dass die Karten, dass diese beiden Karten zusammen darüber sehr stark reden. Über große Unterschiede zwischen zwei Personen, ja. Hat auch mit dem Aussehen zu tun. Also eine Person ist vielleicht viel größer als die andere ist viel kleinerer. Die eine viel schmaler, die andere viel dicker. Ja, also die Unterschiede hier sind sehr, sehr groß. Wie gesagt, es macht ja nichts aus, aber es zeigt sich hier. Natürlich kann ich auch vielleicht eine dritte Person sehen. Das könnte die Energie auch zeigen, irgendwie. Ja, diese Energie könnte man hier sehen. Schau mal bitte jetzt, Skorpion. Und diese Reise und eine Pause. Eine sehr leidenschaftliche Energie ist hier schon. Skorpion, die Karten, die für dich für kommende Woche gekommen sind. Eine Königin der Stäbe, sieben der Schwerter und zehn der Münzen. Zehn der Münzen spricht sehr viel über die Familie. Ist eine sehr positive Energie. Ja, also viel Stabilität sieht man in diese Karten. Ja, viel Stabilität. Die Familie. Ja. Königin der Stäbe, Feuerelement. Sternzeichen Löwe, Schütze, Sternzeichen Widder.
Siebente Schwerter in der Mitte. Siebente Schwerter in der Mitte. Ist eine interessante Energie gerade, weil das Gefühl ist, ich möchte etwas machen, eine Handlung machen, aber ohne dass die Familie es erfährt. Etwas möchte oder ich möchte etwas machen, aber ich sage es niemand. Ich werde niemandem sagen, was ich vorhabe. Skorpion. Siebente Schwerter kann natürlich über eine Strategie reden, eine Handlung. Also ich möchte hier etwas machen, aber nochmals, entweder ohne gesehen zu werden oder ich behalte es für mich. Niemand darf das wissen, was ich vorhabe. Und so eine Energie sieht man hier. So eine Energie sieht man hier. Augenblick bitte. Auf den, also Sternzeichen hast du jetzt gerade gesehen, Zwilling, Krebs, Zwilling sehr stark natürlich und auf den Würfeln Sternzeichen Jungfrau, ja? Sternzeichen Jungfrau, Augenblick Skorpion. Fuerte. Ush. Ich habe einen Schreck bekommen jetzt. Oh mein Gott, Skorpion, was für eine Energie hier, oder? Das gibt's ja nicht. Hinter dem Deck einen Puppe der Stäbe, Feuerelement, wie du siehst, bei dir sehr stark. Haben wir die Königin schon gesehen, der Puppe, fünfte Stäbe, dreite Stäbe, viel Feuer und vierte Stäbe. Also ich habe hier drei, vier, fünfte Stäbe, Puppe und Königin der Stäbe. Viel Feuerelement auf jeden Fall. Sternzeichen Schütze, Löwe, Sternzeichen Widder, bei dir sehr stark zu spüren. Aber doch, wir haben eine interessante Energie bei dir. Skorpion, das sage nicht ich, das ist hier. Also. Schau bitte, in der Mitte habe ich drei der Schwerter. Drei der Schwerter, sprichst du über diese Energie, worüber ich vorher gesprochen habe, ja? Also vorher habe ich dir gesagt, hier bei dir zeigt sich diesen vier der Schwerter. Vier der Schwerter sagt, man kommt von einem drei der Schwerter. Und stell dir mal vor, Skorpion, drei der Schwerter hast du sogar in der Mitte von deiner Legung. Ja, ich finde es halt gerade nur interessant, ja? Also, drei der Schwerter sprichst du über einen Schmerz, eine Enttäuschung, einen Treubruch. Es gibt hier so ein Gefühl, ja. Es kann natürlich auch über eine Krankheit reden. Es kommt jetzt auf Ihre Situation drauf an. Weil vier der Schwerter, habe ich ja auch gesagt, man spricht ja hier über eine Heilung. Von da aus, eine Heilung ist ja hier. Und man sieht ja, drei der Schwerter. Skorpion, interessant ist, vier der Schwerter wiederholt sich. Vier der Schwerter wiederholt sich, drei der Schwerter in der Mitte, sieben der Schwerter, Luftelement, wie du siehst. Auch, ne? Feuerelement, Luftelement. Nicht nur, aber ich zeige dir noch halt, was man hier sieht. Ja? Ich spüre hier irgendeine Strategie. Habe ich es dir nochmals gesagt? Und ja, Skorpion, das Gefühl wäre, man redet hier schon über eine dritte Person. Oder wenn du sagst, nein, sprichst für mich gar nicht, irgendeine familiäre Situation ist hier zu spüren. Denn die Nummer 3-3 wiederholt sich nämlich auch. Die Nummer 3-3. Die Nummer 5, also ich spüre hier mehrere Beteiligten bei dir. Mehrere Beteiligte, eine starke leidenschaftliche Energie, natürlich. Interessant, ich habe dir vorher gesagt, Sternzeichen Jungfrau, wurde man bei dir auf den Würfeln, die Nummer 9 auch, die Nummer 9 spricht auch für Sternzeichen Jungfrau eigentlich, der Eremit, und der Eremit ist auf dem Tisch, also Sternzeichen Jungfrau zeigt sich tatsächlich hier. Was ich interessant auch finde, ist, du hast diesen Eremit hier genauso wie beim. Ich glaube, warte mal kurz. Sternzeichen Fische. Tatsächlich.
Sternzeichen Fische hat die gleiche Energie wie du in der gleichen Stellung, will ich auch nur genannt haben. Ich spüre hier einen Schmerz. Einen Schmerz. Irgendwie mehrere Menschen, mehrere Beteiligten. Warte mal kurz. Deine Energie ist natürlich interessant. Die gleiche Karte wie bei Sternzeichen Krebs. In der gleichen Stellung wie bei dir, meine ich jetzt. Ja, deswegen nenne ich das auch. Also die gleiche Karte wie bei Sternzeichen Krebs in der gleichen Stellung wie bei dir. Ja. Starke Energie, Skorpion. Ich meine jetzt die gleiche Karte wie bei Sternzeichen tatsächlich Krebs, genauso wie bei dir. Es ist eine starke Sache hier gerade. Du hast irgendeine Synchronisierung hier mit Sternzeichen Krebs, nämlich auch. Du bist der Hammer, sagt jemand hier. Skorpion. Skorpion. Also schaue bitte jetzt hier, was ich hier habe. Tatsächlich, hier gibt es etwas. Siebente Schwerter, begleitet mit der Karte von mir Top Secret. Also, das ist ein Geheimnis. Das ist hier ein Geheimnis. Weil der siebente Schwerter spricht natürlich auch über Geheimnisse. Also diese Person, die wir hier haben, wie du siehst, Skorpion, will ja nicht gesehen werden. Diese Person möchte nicht gesehen werden. Diese Person versteckt sich. Und in manchen Fällen macht das nachts. Nachts macht hier eine Handlung oder nachts möchte hier irgendetwas hier, damit niemand das hier sehen kann. Top Secret. Interessant, Skorpion, deine Legung ist ziemlich geheimnisvoll. Ja? Diese Karte kam bei Sternzeichen Wassermann, habe ich gerade gesagt. Oder Krebs. Nee, Krebs. Sternzeichen Krebs in der gleichen Stellung wie bei dir. Und steht, Tabakrauch enthält über 70 Stoffe, die erwiesenermaßen krebserregend sind. Diese Karte zeigt sich hier. Interessant, in der Mitte drei der Schwerter. Mit dieser Person, die eine Verlobungsring, diese Person trägt einen Verlobungsring. Diese Person ist in einer Beziehung, ist verheiratet und begleitet mit drei der Schwerter. Ich denke, Skorpion, die vorherige Woche hatten wir eine ähnliche Energie von irgendeiner dritten Person oder einer Dreierbeziehung. Ich weiß, das spricht nicht für uns allen. Wir haben ja nicht alle das gleiche Leben. Das heißt aber, diese Gruppe, die ich gerade hier habe, wird hier irgendwie gezeigt. Aus irgendeinem Grund wird diese Energie hier gezeigt. Und ja, natürlich, die Legung hat weder Vor- oder Nachnamen, aber die Energie zeigt sich. Ja? Und ich weiß schon, in welcher Situation ich mich befinde und jeder für sich natürlich auch. Gibt es hier so eine Situation von einer dritten Person? Ich denke deutlich. Ich spüre hier deutlich diese Energie. Denn diese Person hier trägt ja natürlich einen Verlobungsring. Diese Person ist in einer familiären Situation. Aber man sieht hier schon einen Treubruch. Eine Treulosigkeit nämlich auch. Denn die Karte der Mond, nochmal, Sternzeichen Krebs, Fische. Also ich spüre hier Geheimnisse. Geheimnisse. Und das Gefühl wäre, jemand hat hier etwas vor. Also ich habe etwas vor, aber es darf niemand wissen, weil ich natürlich in einer familiären Situation mich befinde. Oder sonst, weil ich noch einen engen Verhältnis mit meinem Ex noch habe und ich möchte nicht, dass meinem Ex erfährt, dass ich hier was machen möchte mit jemand anderem. Skorpion ist einfach nur sehr, sehr interessant, weil es zeigt sich auch hier ein Tattoo in diesem oberen Arm.
Die Karten wiederholen sich gerade. Sternzeichen Krebs, sogar Sternzeichen Wassermann. Ich spüre hier, das Gefühl wäre, ich möchte mit einer Person essen gehen, zum Beispiel. Ich habe eine starke Anziehung zu einer Person. Ich würde gerne mit dieser Person essen gehen, diese Person zum Essen einladen. Aber wie mache ich das, wenn ich natürlich niemand das sehen darf? Weil das natürlich hier ein Top Secret ist. Das ist ein Top Secret. Aber ich möchte diese Person zum Essen einladen. Also, Skorpion, mache ich mir was hier vor, oder wie ist das? Also schaue bitte, das ist eine interessante Sache. Also was du schon immer wissen wolltest, die Karten hier, ich weiß nicht, bei wem das alles jetzt hier war, die wiederholen sich mit einem anderen Sternzeichen. Nochmals, Krebs auf jeden Fall, aber nicht nur. Ich glaube, du musst das vielleicht wissen, aber schau mal. Es kommt hier was ans Licht, tatsächlich. Vorsichtig, ich weiß auch nicht. Ich habe das Gefühl, ich muss hier vorsichtig sein. Warum vorsichtig? Weil wenn wir hier tatsächlich diese Situation haben, dass jemand hier in einer Beziehung ist, verheiratet ist, in Familie ist und so weiter, und hier irgendeine dritte Person gibt, das kommt hier ans Licht. Skorpion, das kommt hier ans Licht. Ja, also ich sage dir nur, was ich spüre und wie ich das spüre, ja. Und das Gefühl tatsächlich wäre hier, wenn jemand sich in so einer Situation gerade befindet, von Treulosigkeit, soll ta tatsächlich vorsichtig sein, weil das Gefühl wäre, dass das ans Licht kommt. Ja? Ich meine, jetzt, wenn man das nicht möchte, dass das ans Licht kommt, das ist hier, das kommt ans Licht. Ja. Ich muss dir sagen, Sternzeichen Jungfrau zeigt sich bei dir sehr, sehr stark. Sehr sogar. Ja? Du siehst das selber, aber ich betone es nochmals, weil das Gefühl ist hier sehr stark. Für dich von Osho Zen kam der Meister. Entweder bist du ein Meister, ich sehe hier eine alte Seele. Eine Person mit sehr viel Weisheit. Das ist der Eremit nämlich auch. Ja? Also die gleiche Energie ist hier. Es gibt hier eine Person mit sehr viel Weisheit, sehr viel Intuition, eine alte Seele. Irgendwie könnte man hier sogar Altersunterschied sehen bei einer Gruppe vielleicht mit einer Person. Aber ich spüre eine starke Energie. Das ist der Meister. Der Meister tatsächlich ist hier. Und hinter dem Deck kam die Karte der Transformation. Das ist deine Energie, Skorpion. Sternzeichen Skorpion wie du. Und Unschuld, die Sonne. Die Sonne, Sternzeichen Löwe, Sternzeichen Skorpion. Du siehst, hier gibt es eine Transformation. Oder einen Schluss. Eine Person hier hat sehr viel Weisheit. Wir reden über Weisheit hier. Von diesem Orakel kam für dich, Skorpion, einen komplizierten Zyklus. Also es kommt ein Ende in eine komplizierte Situation bei dir. Also etwas löst sich, etwas bekommt eine Lösung hier oder eine komplizierte Situation, ja, bekommt hier eine Lösung. Diese Karte spricht über einen Zyklus. Skorpion, diese Karte spricht über einen Zyklus. Und du und deine Liebsten sind beschützt. Ja, du und deine Liebsten sind beschützt. Du bist gut genug. Also die Karte sagt ja, du bist gut genug. Ja, also lass dir nicht was anderes sagen. Ja, lass dir nicht was anderes sagen. Auch Sternzeichen Jungfrau. Diesen Orakel sagt ja, nimm dir Zeit für die Selbstliebe. Nimm dir Zeit für die Selbstliebe. Sternzeichen Waage und ordne die Situation ein. Sternzeichen Jungfrau zeigt sich hier stark bei dir. Stark. Ordne die Situation ein. Widme dich den Details.
Ja, nochmals, Jungfrau, widme dich den Details, ordne die Situation ein und nimm dir auch Zeit für die Selbstliebe. Diesen Engel sagt ja, du sollst mehr draußen, also im Freien gehen. Ja, das hier sprichst du dieses Rausgehen im Freien, spazieren gehen, mehr mit der Mutter Natur zu tun haben. Ja. Oder mehr draußen was unternehmen, ja, mehr im Freien sein. Ist eine sehr schöne Energie. Und diese Karte spricht über alles ist gut. Das kam, glaube ich, bei Sternzeichen Krebs, ja. Alles ist gut. Alles ist gut. Skorpion, eine interessante Energie. Warte mal kurz, bitte. Ja, tatsächlich. Ich muss dir sagen, so wie Sternzeichen Jungfrau sich bei dir sehr stark zeigt, ja, Sternzeichen Krebs nämlich auch. Weil du hast ja diese Synchronisierung mit Sternzeichen Krebs nämlich auch, sehr stark sogar. Aber du siehst ja, die Karten für diesen Sternzeichen kommen auch überhaupt, die wiederholen sich Sachen hier. Also ich finde es noch halt ziemlich interessant. Skorpion. Ziemlich interessant. Es gibt hier eine Situation, die sich immer vielleicht, es gibt hier einen Zyklus. Rattenschicksal sprichst du über Situationen, die sich wiederholen, ja? Natürlich hat das hier mit dem Schicksal zu tun, aber ich denke, jemand möchte hier auch Veränderungen sehr wahrscheinlich. Nochmals, Sternzeichen Schütze zeigt sich hier, Fische nochmals. Diese Reise zeigt sich auch hier sehr stark bei dir, Skorpion. Veränderungen, aber Konflikte mit diesem fünften Schwerter. Ich habe hier drei, vier und fünfte Schwerter und siebente Schwerter. Fünfte Stäbe. Ja, wir reden irgendwie über Konflikte. Ich meine, klar. Es ist nicht leicht, die Energie hier zeigt sich nicht leicht. Weil ich sehe schon hier, und es kommt jetzt drauf an, wie das für dich spricht. Also, es gibt hier schon eine komplizierte Energie. Die Liebenden und die Karte der Wagen. Weil beide Karten reden natürlich über eine dritte Person. Über die Familie. Also wir reden hier über eine familiäre Situation. Und das Gefühl wäre hier sogar, Skorpion, dass man hier immer wieder, dass diese Situation wiederholt sich immer wieder. So ungefähr. Es spricht hier sehr wahrscheinlich über einen Zyklus, irgendeine karmische Situation tatsächlich, die sich immer wiederholt. Skorpion, was ich denke, du siehst ja, du hast hier vierte Schwerter für kommende Woche. Und vierte Schwerter, wie ich dir gesagt habe, kommt von einem dreiten Schwerter. Und diese Karte spricht über Pause, Geduld, keine Kommunikation. Jemand möchte hier nicht reden, jemand möchte hier nachdenken. Also die Gedanken sind hier sehr stark. Und ja, ich denke, eine Person wird hier dementsprechend auch eine Entscheidung treffen, aber mit sehr viel Kopf, mit Kopf, ja. Denn eine Person will diese Situation nicht. Also das ist das Gefühl hier. Skorpion, mit diesen vier Schwertern ist so, ob eine Person einfach sich zurückzieht, diese Situation nicht möchte. Das ist das Gefühl hier. Und das kann für deine Energie reden oder du hast mit so einer Person zu tun. Es kommt jetzt drauf an. Es kommt drauf an.
Weil das kann sich natürlich für die Crosswatchers auch spiegeln. Ja? Also deswegen sage ich, hier für kommende Woche sieht diesen kein Kontakt oder einer Person, die heilt, am Heilen ist, einer Person, die irgendwie keine Kommunikation möchte, nichts machen möchte und so weiter. Skorpion, das ist die Energie, die ich hier spüre. Oder? Ich meine, natürlich interessant, die Energie bei dir. Und dann kann natürlich diese Karte, genauso wie bei Sternzeichen Krebs auch, du bist zwischen einem Ex und einer neuen Person. Wie gesagt, schaue dir wirklich Sternzeichen Krebs an. Sternzeichen Krebs und in manchen Fällen sogar Wassermann. Könnte möglich sein. Also hier sagt man, du bist zwischen einem Ex und einer neuen Person. Und man sagt hier auch, die Liebe ist in Gefahr. Die Liebe ist in Gefahr. Weil wenn ich natürlich hier einer Person in einer familiären Situation sich befindet, es ist kompliziert. Skorpion. Und sogar, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich bin verheiratet und mir geht es gut, in meiner Beziehung eigentlich, mir geht es gut, aber ich suche mir draußen eine Ablenkung, einfach nur so. Weil mir langweilig ist, ich suche mir eine Ablenkung, ja. Und eigentlich möchte ich noch weiterhin in meiner Beziehung bleiben. Ich möchte mich nicht scheiden lassen und gar nichts. Aber ich hole mir einfach nur eine Ablenkung. Das ist gefährlich, weil die Karte sagt auch, die Liebe ist in Gefahr. Also die Energie sagt tatsächlich vorsichtig, weil wenn jemand hier verheiratet ist, in einer Beziehung ist, eigentlich gut, es geht gut, ja. Und nur aus Langeweile sich draußen irgendeine Ablenkung holt. Es ist gefährlich, weil ich kann meine Beziehung riskieren, ja. Nur wegen einer Situation, die eigentlich nur einfach nur eine Ablenkung war. Ich weiß nicht, für wem das hier spricht jetzt, Skorpion. Ich sage dir nur halt die Energie, die ich hier gerade spüre. Weil ja, dass wir hier möglich über eine Treulosigkeit reden, ich meine, ja, ich denke, ja. Sogar diese Energie hat sich bei dir vorige Woche auch gezeigt. Deswegen ist die Energie, zeigt sich etwas empfindlich. Wenn man hier die Beziehung nicht riskieren möchte. Ja, wenn ich meine Beziehung nicht riskieren möchte, muss ich vorsichtig sein, weil die Energie sagt, hier kommt etwas ans Licht. Diesen Geheimnis hier kommt, kann ans Licht kommen. Und es kann hier nochmals Veränderungen mit sich bringen in der Familie. Zendemünzen spricht über Veränderungen, Ratteschicksal spricht über Veränderungen und das könnte hier dementsprechend auch Veränderungen mit sich bringen und komplizierte Veränderungen, weil ich sehe hier sogar Menschen natürlich, die eifersüchtig sind, klar, logisch. Wenn ich erfahre, dass mein Mann mit einer anderen Person was zu tun hat, ich meine natürlich kann man irgendwie eifersüchtig werden. Ne? Ein bisschen, ne? Aber die Energie zeigt sich. Die Energie zeigt sich. Die Energie zeigt sich, Skorpion. Vorsichtig, weil das Gefühl wäre, etwas kommt tatsächlich ans Licht. Und das hat natürlich mit einer neuen Person, einer dritten Person oder wie auch immer. Skorpion, das ist die Energie, die ich hier, gerade sehe ich die Nummer 444 in meiner Uhr. Das ist die Energie, die ich hier für dich für kommende Woche spüre. Ja, also, das ist, was ich hier spüre.
Ja. Vorsichtig, hier diese Karte sagt auch, vielleicht man wird irgendwo gesehen. Also stell dir mal vor, du bist irgendwo und du lässt dich mit einer anderen Person sehen. Irgendwie. Und du wirst gesehen tatsächlich. Und man kennt dich und du weißt, wie das ist. Menschen reden, die Menschen reden. Ja? Und dann kommt das zu deiner, ja. Deinen Partner, Partnerin erfährt, dass man dich gesehen hat und so weiter. Ja. Skorpion, das ist diejenige, die ich hier spüre. Es muss natürlich jetzt nicht für dich reden, aber hier ist eine interessante Energie gerade. Ja. Etwas kommt ans Licht hier. Skorpion, das ist die Energie, die ich hier für dich für kommende Woche habe. Wir lassen uns alle überraschen irgendwie. Vorsichtig sagt uns die Energie, vorsichtig irgendwie, weil in manchen Fällen sagst du, ja, ich bin doch frei, ich muss nicht vorsichtig sein, ja, aber vielleicht hast du doch mit einer Person zu tun, die doch in einer Beziehung ist und du weißt das nicht so ganz genau und dann kommt irgendwas, eine Situation ans Licht und du bist in der Mitte irgendwie von etwas, wo man eigentlich nichts damit zu tun haben möchte oder wie auch immer. Die Energie zeigt sich, ja. Skorpion, das ist die Energie für kommende Woche. Ich denke, du machst die Tür hier nicht auf, du bleibst für dich und das ist wieder der Schwerter. Ich denke, du bleibst für dich hier irgendwie, weil die Energie zeigt sich schon empfindlich. Wenn jemand bei dir an die Tür klopft, ich sage dir eine Sache jetzt, Skorpion, weil schau mal bitte jetzt hier, was ich gerade so sehe. Eine Person, die wirklich bis zu dir nach Hause kommt, Achtung hier. Und das ist irgendwie eine Person, die im Geheimnis zu dir sogar abends oder nachts kommt. Und du machst die Tür natürlich nicht auf. Nee. Warum? Weil diese Person in einer familiären Situation sich befindet. Jemand ist hier in einer familiären Situation. Und nicht nur das. Man wird hier erwischt. Ich spüre hier irgendwie eine Situation von, man wird erwischt, man wird hier spioniert, man hat jemanden erwischt. So eine Sache gibt es hier. Skorpion. Sind wie gesagt mehrere Beteiligten hier und irgendwie enttäuschend spürt man hier eine Enttäuschung oder irgendein so ein Gefühl ist hier von Schmerz, Enttäuschung oder so eine Situation. Und ich denke nochmals, diese familiäre Situation sieht man hier und die Energie sagt schon vorsichtig. Mehr kann ich hier jetzt nicht sagen und es kommt jetzt darauf an, wie das für dich spricht, wie du dich hier in der Situation, wie du in Resonanz kommst hier mit der Energie und. Weil, nochmals, das Gefühl wäre, man wird hier beobachtet. Ich beobachte dich, ich spioniere dich, ich weiß, was du machst. Und nochmals, nur wenn du wirklich das Gefühl hast, dass du in Resonanz kommst, dann spricht das hier für dich. Wenn nicht, ist nicht deine Gruppe, ja? Aber das ist, was ich hier spüre. Veränderungen sind hier. In dieser familiären Situation gibt es hier Veränderungen. Ja, das ist schon mal sicher. Weil die Energie zeigt sich so. Also ich bin nochmals mit deiner Energie ziemlich sprachlos, Skorpion. Weil es gibt schon eine Synchronisierung mit der vorherigen Woche. Eine Folge von der vorherigen Woche. Und ich sage dir, ich weiß nicht, ob dir das hier bewusst ist, ob du überhaupt in Resonanz kommst. Wenn du sagst, ja, ich komme schon in Resonanz, die Energie will dir tatsächlich sagen, sei vorsichtig, weil du wirst gerade beobachtet, entweder von deinem Ehemann oder Ehefrau oder sonst andersrum. Und es kann hier eine Situation ans Licht kommen, die ziemlich unangenehm ist dann. Ne?
Ich meine, natürlich muss man immer mit der Wahrheit gehen und so weiter. Ich bin für die Wahrheit. Aber ich meine jetzt nur, dass diese Situation sich sogar unangenehm zeigt gerade. Also es gibt hier so eine Energie von wow, man ist erwischt worden. Keine Ahnung, Skorpion, das ist das Gefühl, was ich hier bekomme. Also Skorpion, ich weiß auch nicht so genau, ich spüre das hier, so wie ich das spüre, so sage ich dir das. Also ich danke dir für deine Likes, für deine Abos, Skorpion. Und wir sehen uns bald, ja? Dankeschön und bis bald. Tschüss.